Der Marktflecken-Filmer hat immer ein Auge auf die Umwelt. So auch Anfang März, als der Brunnenplatz für das anstehende Frühjahr aufgehübscht und vom Unkraut befreit wurde. Ja, das Thema geht hier eigentlich um Glyphosat. Wir dürfen das ja nicht mehr verwenden. Das ist ja gesetzliche Vorgabe mittlerweile. Und jetzt suchen wir natürlich als Gemeinde nach Alternativen, wie wir das Unkraut bekämpfen können, wie wir das ohne Chemie wegbekommen. Der ICS Gartenbau und Hausmeister Service bietet dazu eine praktikable Lösung an, die hier auf dem Platz vor dem Rathaus demonstriert wurde. Genau, also Glyphosat, jeder kennt es. Wir wollen vermeiden, dass man mit Giftstoffen arbeitet. Das betrifft sowohl die Privathaushalte als auch hier im öffentlichen Bereich. Wir haben jetzt gesagt, wir probieren das aus, dass man hier erstmal Gemeinnütze quasi dann halt tätig werden für den Marktfleckenfilmer, dass wir Beobachtung machen. Der große Vorteil davon ist, wir haben eine Heißwasseranlage, die heizt die Temperatur bis auf konstant 98 bis 100 Grad. Das Wasser geht in die Wurzel rein und durch die Hitze zerstört das Eiweiß und dadurch wird die Pflanze dann ja, kaputt gehen nach ein, zwei Tagen. Das funktioniert aber nur bei kleineren Pflanzen. Sodass wir kein Glyphosat respektive irgendwelche chemisches Unkrautvernichtungsmittel verwenden müssen. Also absolut umweltfreundlich, speziell dort auch, wo Kindergärten sind, wo Lebensmittel sind. Das ist der große Vorteil davon. Also weg vom Gift hin zum ökologischen Unkrautvernichtung. Das heißt, ich kann die Anlage hier einmal platzieren, kann sie gegebenenfalls an einen Hydranten anschließen, kann den ganzen Platz, ohne dass ich die Anlage verschieben muss, sauber machen. Ist also wesentlich flexibler und rationeller dann alles. Das Erstaunliche dieser Methode ist, dass man jede einzelne Unkrautpflanze separat quasi verbrühen kann, ohne benachbarte Zierpflanzen und Sträucher zu schädigen. Also die Pflanzen, die die Knolle unten im Erdreich ist, da kommt, wird auf jeden Fall nicht beschädigt davon. Wir haben einen extra speziellen Aufsatz dafür, sodass wir punktuell die Unkrautvernichtung durchführen können. Das heißt, wenn du jetzt einmal die Fläche sauber hast, hilft das auch gegen Moos entsprechend. Ja. Und wann kommt das wieder vor? Ja, das ist das, was wir mal testen wollen. Ja. Aber wenn du normale Grünfläche hast, dann ist es so, fährst du nur mit dem Trailer darüber und hast den Vorteil, dass du da halt durch halt den Unkraut wuchst dann halt deutlich. Das funktioniert auch nur mit Wasser, ne? Mit Heißwasser, 98 Grad, was dann vorne rauskommt. Über 105 geht er sogar. Okay. Ja. Also der fährt hoch bis 105 Grad, sodass du eine Ausgangsleistung von 98 Grad hat. Ja, das, was vorne rauskommt. Genau, Dabei muss die Behandlung der unerwünschten Unkrautpflanzen regelmäßig wiederholt werden. Doch hält sich die Wiederholungsrate erfreulicherweise in akzeptablen Grenzen. Also der Hersteller sagt im ersten Jahr 3 bis 4 Anwendungen. Gerade insbesondere dann halt bevor die Vegetation jetzt beginnt von den Unkrauten, dann etwa 4 Wochen nochmal danach und in darauffolgenden Jahren deutlich weniger. Ein weiteres Gerät kam bei dieser beeindruckenden Vorführung zum Einsatz. Mit diesem rotierenden Drahtbesen wurde das Kopfsteinpflaster von Wildkräutern und Moos befreit. Das ist eine Wildkrautmaschine. Die Wildkrautmaschine hat den Vorteil, das haben wir jetzt nur hier angewendet, weil wir Kopfsteinpflaster haben. Das heißt, auch über die Fläche wird das Unkraut erstmal drüber gefahren, sodass ich eine saubere Fläche bekomme. Im Anschluss davon kommt die Heißwasserbehandlung, sodass dann die Eiweißstruktur des Unkrauts vernichtet wird. Und auch der mittlerweile stark verwitterte Marmorbrunnen soll nun endlich in diesem Jahr in neuem Glanz erstrahlen. Und da haben wir bereits letztes Jahr 6.000 Euro in den Haushalt reingestellt, sind leider aus zeitlichen Gründen nicht dazu gekommen, den letztes Jahr zu sanieren. Und dieses Jahr werden wir das dann in Angriff nehmen, in Zusammenarbeit mit dem Verschönungsverein und auch mit dem Lahn Marmorverein, werden wir uns dann jetzt hier im Frühsommer dem Brunnen widmen und den dann auch wieder in Schuss bringen, sodass der wieder einen neuen Glanz erstrahlt und dass wir uns dann alle an dem neuen Anblick dann erfreuen können.